Künstliche Menschen sind längst Realität. Zumindest im Film oder auf der Theaterbühne. Ihre Namen: Golem, Data, Homunculus oder Frankenstein. Am Deutschen Schauspielhaus Hamburg verwandelt sich Ute Hannig allabendlich in GU-300F, ein Babysitting-Roboter mit Identitätsproblemen. Und erkundet so den Grenzbereich zwischen Mensch und Maschine. Dabei verlangt ihr die Roboterrolle einiges ab. In der Maske wie auf der Bühne. Man versucht, diese menschliche Mimik, die sehr beweglich und weich ist, ein bisschen zu reduzieren und eher so was Festes herzustellen, so einen Grundausdruck, der aber sehr positiv und fröhlich ist, weil die Maschine eher eine fröhliche ist. Und dann da drin aber sozusagen immer wieder so kleine Schäden einzubauen, wo das am Kopf funktioniert und dann aber auch am ganzen Körper funktioniert. Ab jetzt, so der Name des Stückes, ist eine Komödie aus den 80ern. Und die Vorstellung von Robotern natürlich nach heutigen Maßstäben überholt. Aber Hannig und ihren Kollegen des Ensembles geht es gar nicht darum, einen Roboter möglichst realistisch darzustellen. Viel wichtiger ist es, über die Darstellung einer Maschine zu einer künstlerischen Aussage zu gelangen. Darüber, was uns alle als Menschen eigentlich auszeichnet. Also ich finde die Darstellung eines Roboters auf der Bühne nur interessant, wenn er dazu dient, die Frage über den Menschen irgendwie weiter zu erforschen oder sich mit dem Menschen zu beschäftigen. Der Roboter an sich ist für mich uninteressant. Deswegen geht das gar nicht so sehr um die Technik, die wir darstellen, sondern eher um das Scheitern mit der Technik. Scheitern mit der Technik, das wäre für den japanischen Theaterpionier Orisa Hirata eine Katastrophe. Denn ohne Roboter, die exakt tun, was er sagt, gibt es bei Hirata keine Vorstellung. Er lotet mit seinem Ensemble Szenen dann aus, wozu Maschinen künstlerisch in der Lage sind. Und während in Hamburg Menschen Roboter spielen, macht Hirata das Gegenteil. Er holt die Androiden auf die Bühne. Als Schauspieler in menschlichen Rollen. Zum Beispiel als Gregor Samsa in seiner Adaption von Franz Kafkas Verwandlung. Und Hiratas Erfahrungen mit dem bionischen Kollegen sind mehr als positiv. Er lernt die Texte schneller, er macht keine Fehler, er beklagt sich nicht, er braucht kein Essen. Bloß auf die Details zu achten, fällt ihm eher schwer. Aber das wird immer besser. Die Roboter für seine Theaterstücke bekommt er vom Robotikforscher Hiroshi Ishiguro der Universität Osaka. Hirata programmiert diese Actroids dann für ihren Einsatz im Theater. Text, Sprechtempo, Mimik, Gestik. All das gibt Hirata bis ins kleinste Detail vor. Und lässt so auf der Bühne Maschinen menschliche Gefühle darstellen. Für ein menschliches Publikum. Ein Ziel seiner Arbeit: die Menschen auf eine gemeinsame Zukunft mit Robotern vorzubereiten. Sollen Roboter eines Tages mit uns zusammenleben, dann muss man die Forschung mit Robotern immer weiter vertiefen. Denn nur so kann man einen Roboter herstellen, vor dem sich die Menschen nicht fürchten. Sollten Kinder oder Ältere Angst vor Robotern haben, so werden diese niemals Teil der Gesellschaft werden können. Aber dass Roboter in unserer Gesellschaft immer präsenter werden, steht außer Frage. Sei es am Fließband, als Staubsauger, in der Altenpflege oder eben auf der Bühne. An der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bereitet Schauspiellehrer Piotr Olev seine Schüler auf ihre Zukunft auf der Bühne und vor der Kamera vor. Er weiß, dass sie es einmal schwer haben werden. Denn schon ohne robotische Konkurrenz ist es für Nachwuchsschauspieler schwierig, sich durchzusetzen. Mit Robotern als Schüler hätte er trotzdem kein Problem. Ja, ich werde einen Roboter unterrichten, wenn ich dafür bezahlt werde. Ob du Roboter bist oder nicht, du musst erstmal das tun, was alle tun. Und das ist ja egal, ob du Roboter bist oder nicht. Hauptsache, du bestehst die Prüfung und hast entsprechende Papiere. Und dann bist du aufgenommen. Wenn du ein begabter Roboter bist, wird schön. Noch entlasten uns Roboter vor allem von körperlich schweren und monotonen Arbeiten. Aber Theaterpioniere zeigen, dass damit das Potenzial der Maschinen noch lange nicht ausgereizt ist. Denn selbst ein Android, der nur entfernt an einen Menschen erinnert, kann ein Theaterpublikum begeistern. Was wiederum auf der Bühne funktioniert, sollte auch in anderen Lebensbereichen möglich sein. Und die Eroberung dieser Lebensbereiche jenseits der Arbeit durch die Maschinen hat gerade erst begonnen.